Also ich kann es nur raten, das zu machen, wenn ihr hier seid. Macht es einfach einmal. So, hallihallo Freunde. So, ich bin ein wenig angenähert, weil ich bin jetzt in diesem Nationalpark hier, mache euch auch wunderschöne Fotos und so und Videos meine ich natürlich. Aber vorne ist halt eine Reihe, die splittet sich nochmal auf und ich habe mich auch alles vernünftig angestellt im Kreisel und so, dann ging das nochmal und ich stehe jetzt bestimmt schon 2 Stunden hier oder so. Und dann irgendwann hat sich das nicht mehr aufgesplittet und die Leute sind einfach in die Reihe reingegangen. Ja, und dann bin ich halt ein bisschen vorgedrängelt und so, es ist scheiße, ich weiß es, aber es hat mich so angenervt. Also man steht da irgendwie 1,5 Stunden oder 2 Stunden fast und dann kommen die anderen Leute, irgendwie 100 oder 150 Leute und gehen halt in die einzelne Reihe rein einfach und das hat mich angekotzt. Entschuldigung, jetzt musste ich mich mal so ein bisschen auslassen direkt am Anfang des Vlogs, aber jetzt wird es ein paar schöne Bilder geben und ich freue mich drauf. Ich habe mich ein bisschen abgeregt. Die ersten Eindrücke sind da und ja, wunderschön natürlich hier. Viele Leute auch, die einfach ein Foto machen wollen und dann einfach stehen bleiben, statt ein bisschen zur Seite zu gehen und ein Foto zu machen. Ich muss mich auch bemühen, hier die Aufnahmen zu machen, weil es echt nicht leicht ist. Also viele halt da stehen, wo es schön ist. Aber mal gucken, wir werden schon noch ein paar schöne Aufnahmen machen. So Leute, ich bin jetzt so gut 1,5 Stunden unterwegs. Ich hoffe, ich habe ein paar schöne Bilder gemacht. Auf jeden Fall geht auf jeden Fall noch weiter. Fahren wir jetzt gleich mit dem Boot hier irgendwo rüber. Schauen wir mal. Und dann hoffe ich, dass ich noch ein paar schöne Bilder für euch gemacht kriege. Okay, die Aufregung am Anfang hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es gibt 4 Streckenabschnitte. Ich wollte eigentlich so B gehen. Das sind so 3 bis 4 Stunden, glaube ich. Jetzt bin ich gerade so in Richtung C, weil ich dachte mir, ja, ich habe eh noch Zeit heute. Und ihr könnt auch noch ein bisschen mehr sehen. Also ich kann es nur raten, das zu machen, wenn ihr hier seid. Macht es einfach einmal. Ich denke, einen Tag, da kriegt man schon viel hin und kann man viel sehen. Und ja, genau, so sieht's aus. Momentan die Situation richtig geil auf jeden Fall. Mir gefällt's. Ich hoffe euch auch.
Ja, Freunde, ich bin jetzt durch. Ich bin ich bin von 12 Uhr bis 18 Uhr sozusagen durchgehend gelaufen, außer den Rückweg bin ich mit dem Bus dann darunter gefahren, mit dem Shuttle. Und ich hoffe, ich konnte euch so einige Einblicke verschaffen und hoffe, euch hat es auf jeden Fall gefallen. Für mich ist der Tag sozusagen jetzt auch wieder zu Ende. Ich fahre jetzt Richtung Pula wieder. Also vielleicht schlafe ich auch zwischendurch irgendwo, weil das 4 Stunden Fahrt sind. Und ja, ich habe ja Zeit vom Ding her. Und dann erfahrt ihr auf jeden Fall morgen, was ich denn in Pula möchte. Aber jetzt nochmal zum Nationalpark. Wie ich ja schon erwähnt hatte, auf jeden Fall hinfahren. Also wenn ihr die Zeit habt und einen Tag Zeit habt für sowas, dann macht das einfach. Weil es ist einfach schön zu sehen, es ist geil anzugucken. Man kann super Fotos machen auf jeden Fall. Ich habe für euch so viele Videos gemacht und so. Ich hoffe einfach, ihr habt einen Eindruck bekommen und ich hoffe, ich konnte euch überzeugen, dass ihr da auf jeden Fall einen Stopp macht, wenn ihr mal hier seid. Und ja, wie immer, ein Däumchen nach oben wäre echt schön. Und ja, ich habe mir viel Mühe gegeben, viele Aufnahmen gemacht und hoffe, dass es euch gefallen hat. Und ja, wenn ihr noch kein Abonnent seid, gerne abonnieren auf jeden Fall. Es kommt noch einiges aus Kroatien, es ist erst eine Woche also 8 Tage oder so. Und ja, da geht noch einiges und wir sehen uns hoffentlich dann im nächsten Video wieder. Haut rein!